Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und ja, der Jahreswechsel, den haben wir jetzt gut überstanden. Ich hatte ein paar Streams gemacht. Das kam schon Ende, wartet. Moment, meine Frau. So, da bin ich wieder. Wie gesagt, das kam jetzt vor Weihnachten schon. Aber ich bin nicht dazu gekommen, rechtzeitig ein Video dazu zu machen, weil durch die Feiertage, dann habe ich abends gestreamt, auch teilweise einen ruhigen Tagsüber gemacht oder beziehungsweise wir haben vorbereitet und so. Und da bin ich nicht vorher dazu gekommen, obwohl ich mich darauf sehr, sehr gefreut habe. Weil da wurde ich angefragt, deswegen werdet ihr irgendwo in der Ecke hier, irgendwo links, rechts, werdet ihr Werbevideo sehen. Dann haben wir dann hier so einen Karton mit Batteriesymbol. Und da oben könnt ihr schon vielleicht in etwa lesen, wenn er das scharf stellt, was das ist. Gut, ihr habt ja im Videotitel gesehen. Müssen wir das hier nur mal noch so machen, dass wir das hier aufkriegen. Das ist ja verklebt bis zum geht nicht mehr. Na, muss man oben aufmachen. So. Und euch nach unten machen. So. Wir haben nämlich hier die Pamu Mini. Ich habe ja schon die normalen Pamu, die nehme ich ja im Sommer immer, habe ich die immer genommen für meine Streams, also für Odin reagiert. Das sind die ersten Kopfhörer gewesen, die mir nicht im Ohr wehgetan haben und nicht so schnell rausgefallen sind. Und jetzt haben sie mich gefragt, ob ich die vielleicht auch vorstellen möchte. Das sind die Pamu Mini. Die sind halt wohl kleiner. Pamu Slide Mini Bluetooth. Ja, die werden wir uns jetzt mal angucken. Inwiefern diese, Color Black, ich habe sie in Black bekommen. Modell T6C ist das. Und ja, wir werden die jetzt mal auspacken. Dafür müssen wir hier erstmal das Klebeband an den oberen Ecken wegschneiden. So. Dann werde ich sie eine Weile testen und dann kann ich auch mehr dazu sagen. Das ist, wie gesagt, jetzt nur hands-on. Also auspacken und das erste Mal testen. Auch wieder mit Magnet hier. Schön fest. Ich hole euch mal ein Stück rum. Könnt ihr da vielleicht ein bisschen besser sehen. So. Und hier sind sie drin. Die nehmen halt weniger Platz weg als die durch die Mini hier, durch die kleine Box, wie die großen. Das kann ich euch dann nachher alles auch zeigen. Hier, Plaste weg. Und hier haben wir sie. Einen. Den zweiten. Achso, das ist jetzt nur... Also auch selbst bei der Verpackung, muss ich sagen, sieht sehr schön aus. Und dann haben wir hier den... Der ist ja... Och, ist der putzig. Och, ist der putzig. Und gucken wir uns dann alles im Hardware-Video genauer an. Wir wollen aber noch gucken, ist denn hier drunter vielleicht noch was versteckt? Ja. Ne? So. Hier drunter nix. Und hier haben wir dann halt drinne. So, was haben wir denn hier drin? Ach, wieder Pinöpels für die Ohren. Also ich war mit dem Standard eigentlich sehr zufrieden. Was ist das? Auch nochmal Pinöpels für die Ohren? Nee. Doch, auch nochmal Pinöpels für die Ohren. Hier haben wir dann auch nochmal beschrieben. Wir haben die Größen S, S+, M, M+, L und L+. Da könnt ihr das dann sehen.
Und dann könnt ihr dann danach gehen, welche Größe ihr braucht. Dann haben wir, ach, diese mit USB-C. Die waren auch mit, ja, die waren auch mit USB-C, oder? Ja. Wir haben ein USB-C-Kabel mit bei. Also ihr braucht nicht mehr darauf achten, ob er, wie rum er die USB, den USB in die PAMU macht. Das passt. Ladet auch sehr schnell. Also von der kleinen weiß ich es jetzt nicht. Ich weiß nur von der großen. Weil wie gesagt, die kleine bin ich ja jetzt erst am testen. Oder werde die nächsten testen. Ruckzuck sind die aufgeladen. Und dann haben wir noch ein Benutzerhandbuch. In welchen Sprachen haben wir denn da zur Verfügung? Ich denke mal Chinesisch. Weil das steht hier oben auch nicht. Das steht dann, könnte aber Japanisch sein, aber ich denke mal eher Chinesisch. Englisch. Also das sind verschiedene chinesische Sprachen, glaube ich, hier drin. So, Englisch. In zwei Seiten nur. Ne, drei. Vier. So, und dann kommt hier schon Deutsch. Kopfhörer einstecken, schneiden und kopieren. Ja. Auch dann nochmal mit der PAMU, wie man sie mit Bluetooth verbindet. Ausschalten. Ausschalten und aufladen. Verwenden, Tastenkombination. Ja, das ist ja bekannt. Also bei mir jedenfalls ES, ich weiß nicht, könnte für Spanisch stehen, ES. FR ist Französisch. NL ist Niederländisch. Hier kommt nochmal Chinesisch. Es könnte aber auch Japanisch sein. KR ist, denke ich mal, Koreanisch. Weil bei den anderen stand da nichts vorher. Und dann halt Haufen clean Kram. Egal. Und eine Tasche haben wir so ja mit bei. Für Frauen vielleicht ganz interessant, in der Handtasche, damit das nicht so zerkratzt. Ja. Hat man denn so ein Beutelchen, da ist es drin. Wenn man sie braucht, nimmt man sie raus und macht ein Beutelchen wieder rein. Findet man bestimmt in, ich kann es nur von meiner Frau sagen, wenn man so eine Zweiraumwohnung als Handtasche hat, da ist es mit dem Beutelchen schon wesentlich besser, das in der Handtasche wiederzufinden, als so ein kleines Ding. Weil, egal. Das kennt jeder Mann von seiner Frau. So, das soll es jetzt zum Unboxing gewesen sein. Ihr wisst, was drin ist. Wir werden die gleich auch mal testen und verbinden. Im Hardware-Video, wo wir uns das erste Mal den Klang und so was alles anhören werden. Und dann mal gucken. Dann werde ich sie in der nächsten Zeit benutzen. Wir gucken uns auch die Einzelteile mal komplett an. Und dann werde ich sie, wie gesagt, in der nächsten Zeit benutzen. Und dann kann ich etwas später, also in ein paar Wochen, ein Fazit dazu geben, wie sie mir gefallen haben. Ich werde auch mal gucken, dass ich sie vielleicht am PC auch mal nutze, dann kann ich sie öfters benutzen und dann kann ich euch da auch wesentlich mehr dazu sagen. So, das soll es jetzt für das Unboxing gewesen sein. Wie gesagt, in der Endcard werde ich das Hardware-Video mit drin packen. Vielleicht mache ich das Hardware-Video auch in die Infobox hier oben rein. Und wenn ich es nicht vergesse, später auch den Hardware-Check in die Infobox oder in die Endcard. Mal gucken. Ich bin dann jetzt mal weg. Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Bis dahin, ahoi. Das hat euer Odin.